her. Dein Ehering hast du wohl verloren. Und was die Hochzeit angeht, heirate ruhig, kein Problem. Laura und ich werden warten, bis Robert wieder da ist. Was macht's denn hier da? Ja, die Maria stellen wir auf, was sonst? Wir auch? Ja, aber wir haben die echte da. Wo habt ihr die denn her? Mit der zusammen ist verschwinden. Geht? Mal was anderes. Ich geh mal wieder in die Küche. Wir sehen uns ja noch. Bitte versteh das doch. Ich will kein Baby mit dir. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Was soll denn das heißen, du willst kein Kind mit mir? Ach, so war das doch gar nicht gemeint. Das hat doch gar nichts mit dir zu tun. Mit wem denn dann? Oh, mit mir. Ich bin krank. Ich habe Multiple Sklerose. Ja, und? Wir können doch deswegen trotzdem Kinder kriegen. Mike, wir schaffen das doch gemeinsam. So, darum geht's doch gar nicht. Ja, worum geht's denn dann bitte? Ich will kein krankes Kind in die Welt setzen. Ist das so schwer zu verstehen? Ich wusste nicht, dass MS erblich ist. Ich wäre ja auch gerne Vater geworden. Aber das Risiko ist mir nun mal zu hoch. Mike, daran habe ich gar nicht gedacht. Dass ich würde mir niemals verzeihen, wenn unser gemeinsames Kind MS hätte. Ja, es war auch nur, weil ich habe mir halt vorgestellt, dass wir eine Familie gründen und... Ich weiß. Aber weißt du, es ist mir völlig klar, dass deine Liebe so groß ist, dass sie wirklich mit allem klarkommt. Sogar mit mir. Ja. Aber meine Krankheit, Süße, die kriegt doch deine Liebe nicht klein. Ich hatte schon vor Wochen den Abgang. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Hätte ich mein Unglück auch noch an die große Glocke hängen sollen? Du hast das die ganze Zeit für dich behalten? Hast du mit niemandem gesprochen? Niemand hat dir geholfen? Wie hast du denn das? Du bist die Letzte, von der ich mir Vorwürfe anhören will, Laura! Helen, ich mach dir doch keine Vorwürfe. Wir hätten uns um dich kümmern müssen. Ach ja, ihr bekommt doch überhaupt gar nichts mit. Du und Alexander, ihr schwebt auf Wolke 7. Ihr lasst es euch gut gehen. Oh komm, Laura, spar dir einfach dein falsches Mitleid. Du bist doch froh, dass ich mein Kind verloren habe. Was? Ja, ich war doch immer diejenige, die dein Glück gestört hat. Aber das wird jetzt anders. Du bist mich los, Laura. Du bist die Einzige, die ein Kind von Alexander bekommt. Gratuliere. Moment mal, ich kann ja nichts dafür, dass... Das ist doch toll. Du wirst Alexander heiraten, ihr werdet glücklich sein. Keine Ahnung, was mit mir wird. Fass mich nicht an. Pass mal auf, ich möchte dir helfen, verstehst du? Hau ab. Schnell, Laura. Ich hab's immer gewusst.
Euer Jonas hat mal Donner gestohlen. Nein, er hat sie sich ausgeliehen. Ja, was aufs Gleiche hinauskommt. Der wollte sie doch nur zeichnen. Der ist doch so begabt, der Junge. Ja, aber jetzt zumindest zurückgeben können. Und aber da war der Zweig dafür. Der hatte eben Angst vor der Polizei. Das ist doch auch kein Wunder bei dem Wirbel, den wir gemacht haben. Ja, und wer hat's ausbauten müssen? Ich. Mich habt ihr beschuldigt. Ja, und er hat sogar die Freundschaft aufs Spiel gesetzt. Hätte nicht mehr viel gefällt, wenn es bei Polizei am Hals geht. Franz, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie leid mir das tut. Das hoffe ich ja schwer für dich. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber für den Jonas hätte ich die Hand ins Feuer gelegt. Die hättest du dabei sauber verbrennt. Im Nachhinein war es gar nicht so verkehrt, dass du ihm die Ohrfeige gegeben hast. Strafe muss sein. Also hör mal, Alfons. Schläge waren noch nie eine angemessene Bestrafung. Ja, die Hand ist mir halt ausgerutscht. Gar mal silikert, also da bin ich wirklich nicht stolz drauf. Denkt er nix, Franz. Der Jonas weiß genau, wofür er die gekriegt hat. Eigentlich ist nur dieser Pfaffe schuld. Warum muss er den Buben aus der Kapelle schmeißen, nur weil der eine Madonna zeichnet? Also du musst jetzt nicht unseren Herrn Pfarrer beleidigen. Bitte, jetzt hör doch mal auf, dauernd zu streiten. Ich bin so froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Und dann, 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 dann. Franz, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Wieder Freunde. Naja, an mir soll es nicht liegen. Alter Depp. Na, endlich! Das wurde aber auch Zeit. Sollte man da drauf vielleicht einen trinken, ja? Jetzt möchte ich noch eins wissen, warum für euch diese Madonna so wichtig ist. Du hast mir nie gesagt, wie wichtig dir Kinder sind. Du bist eben der erste Mann, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er der Vater meiner Kinder wird. Warum ausgerechnet ich? Weil ich das Gefühl habe, dass bei dir alles passt. Oder glaubst du, ich würde dich sonst heiraten? Naja, es wundert mich schon. Nach all dem, was du mit mir erlebt hast. Alexander und Laura haben schon viel mehr miteinander durchgestanden. Und jetzt haben sie ein Kind und sind sehr glücklich miteinander. Glaubst du, du bist doch ohne Baby mit mir glücklich? Mike, ich bin glücklich mit dir. Ohne Baby. Das heißt, du würdest auf Kinder verzichten? Nur meinetwegen? Wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Sagen Sie, ist das Ihr Ernst? Ist doch viel zu kurz da vorne. Ich finde sowieso, der Schnitt, der stimmt so noch nicht. Also meine Kundinnen sind alle Ihre Kundinnen sind mir völlig egal. Ich kann mich so nicht fotografieren lassen, wenn es so aussieht. Es sind doch überall Falten, schauen Sie mal. Ich verstehe gar nicht, wieso Sie überhaupt Maß genommen haben. Hallo Liebling, geht's dir besser nach heute Morgen? Ja, danke. Schön. Ist besser so? Ja, etwas. Aber schauen Sie mal hier, da sitzt es doch noch überhaupt nicht. Wie findest du eigentlich mein Kleid? Schön. Steht dir gut? Ja, es fehlen natürlich noch ein paar Accessoires, aber dann... Was ziehst denn du an? Ich weiß es nicht. Ich hab genug Kleider im Schrank. Willst du nicht was Neues? Ich weiß nicht. Kein Wunder, dass du Albträume hast. Wir wissen ja noch nicht einmal, wo dein Robert steckt. Er meldet sich bestimmt bald. Und wie denn? Durch Rauchzeichen oder mit Buschtrommeln? Er wird bald anrufen, das spüre ich. Entschuldige, das war taktlos. Hast du nicht eine Idee für meinen Brautstrauß? Hast du noch keinen bestellt? Aber Liebling, dafür habe ich dich doch. Du bist doch die Fahrfrau. Kannst du mir nicht was Schönes machen? Ich kümmere mich drum. Danke. Der kleine Koch, der verdient dich nicht.
Die ist ein Vermögen wert, verstehst? Da hätte ich mit dumm und dämlich sein müssen. Der hätte zum Bischof rennen können und hätte sie nicht bekommen. Die wäre nie und nimmer in eurem Gebetshäusl gelandet. Ins Museum wäre die gekommen. Und dann hätte von uns keiner was davon gehabt. Ja, das ist der Wahnsinn. Und diese Kostbarkeit, die steht jetzt hier bei uns auf dem Tisch. Meine Kopie ist mindestens genauso schön. Also eigentlich kann man die beiden doch überhaupt nicht unterscheiden, oder? Also der Giovanni mag zwar ein Gauner sein, aber von seinem Handwerk versteht er was. Du zeig mal her. Sag mal. Du, mein. Du wie Zwillinge. Das ist unglaublich. Am besten ist, wir bringen die Madonna gleich zurück in die Kirche, ja? Welche nicht? Die echte oder die falsche? Franz, bitte. Die Kopie für dich und das Original in die Kirche, ja? Ja, 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 ja. Also, darf ich bitten? Halt, das ist die falsche. Nein, das ist die echte. Nee, das ist die richtige. Bist du da sicher? Nee. Eigentlich nicht. Lass sehen. Tut mir leid, aber das weiß jetzt ich auch nicht. Ach komm, jetzt stellt's euch doch nicht so. Das ist doch ganz einfach. Das ist die. Die kennt ja kein Mensch auseinander. Jetzt haben wir die Bescherung. Was machen wir jetzt? Arme Helen, wenn ich jetzt mein Baby verlieren würde, ich würde. Boah, ich will mir das gar nicht vorstellen. Und Helen hat ja auch wirklich niemanden, das kommt ja noch dazu. Kein Mann, nicht mal Freunde. Aber warum hat sie denn Alexander nichts gesagt? Er ist doch der Vater des Kindes. Sie macht mir manchmal richtig Angst. Boah, wie sie mich angesehen hat, so hasserfüllt. Warum gibt sie mir denn die Schuld an ihrem Unglück? Hallo. Ich kann nicht mehr merken. Störe ich dich? Du störst nie. Ich hoffe, das sagst du in 20 Jahren noch. Das werde ich in 50 Jahren noch sagen. Ich mache mir Sorgen, Alexander. Warum? Um Helen. Erzähl. You can tell everybody this is your song. It might be quite simple, now that it's done. Miriam, du kannst nicht mitkommen, das ist viel zu gefährlich. Wir reden hier über unwegbaren Gelände, wir reden von stolprigen Straßen, wir reden vom afrikanischen Busch. Es gibt überall Menschen, die einem helfen, auch in Afrika. Nicht im tiefsten Dschungel. Ich will doch gar nicht mit in den Dschungel, ich will einfach in deiner Nähe sein, wenigstens im selben Erdteil. Miriam, du bist. Ach, Miriam, du bist so süß. Ich liebe dich. Ich dich auch. Jetzt sollten wir packen. Hallo, Miriam. Elisabeth. Ist es Roberts Rosmarin? Ja. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen neulich zu nahe getreten bin. Die Gerüchte über meine Mutter interessieren mich nicht. Ich wollte Sie nicht verletzen. Bisher haben wir uns doch immer gut verstanden. Es wäre schade, wenn sich das ändert. Schon gut. Elisabeth, Sie haben doch gute Kontakte in Afrika. Können Sie nicht herausfinden, wo Robert ist? Ich würde Ihnen gerne helfen, aber in Uganda kenne ich niemanden. Ich war immer nur in Tansania. Es muss doch irgendwie möglich sein, herauszufinden, wo er ist. Ach, er ruft Sie bestimmt bald an. Und wenn irgendwas passiert ist, wenn er hilflos im Busch rumliegt? Robert ist jung, stark und klug. Ihm passiert nichts. Warum machen Sie sich solche Sorgen? Ich hatte einen Albtraum.
das nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass sie das Kind verloren hat. Warum zum Teufel sagt sie mir nichts? Wir waren so glücklich, beide. Bitte. Danke. Fühlte sich einfach im Stich gelassen. Ich habe doch schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie eigenartig ist in letzter Zeit. Ich habe das auf die Schwangerschaft geschoben. Es geht ihr gar nicht gut. Jedes Mal, wenn ich nach dem Baby gefragt habe, ist sie mir ausgewichen. Jetzt weiß ich auch warum. Es hätte ihr zu weh getan, darüber zu sprechen. Nein! Laura! Sie hat mich belogen, bewusst belogen. Sie wollte mich an sich binden. Du bist der Einzige, den sie noch hat. Sie fürchtet dich auch noch zu verlieren. Ja, sie muss doch mit irgendjemandem drüber geredet haben. Warum sagt mir das keiner? Wahrscheinlich wollten die, die es wussten, ihr die Möglichkeit geben, es dir selber zu sagen. Ich glaube das nicht. Ich bin der Vater dieses Kindes und ich erfahre es als Letzter. Nimm das mal nicht persönlich. Sie reagiert nicht wie andere Menschen. Helen ist krank. Das ist keine Entschuldigung. Wie auch immer, sie braucht uns jetzt. Wir vergessen jetzt einfach mal, was war. Willst du ihr helfen? Ne, würde ich gerne, aber ich glaube, ich bin die Letzte, die sie jetzt an sich ranlässt. Kommst du denn darauf? Ja, sie hasst mich, sie gibt mir die Schuld an ihrem Unglück. Doch, wirklich, du hättest sie mal sehen müssen. Sie ist völlig durchgedreht und hat mich angeschrien, ihre Augen. Es war... Ich rede mit Helen, ja? Ich rede mit ihr. Erst konnte ich Robert nicht sehen und dann... Er stand auf der anderen Seite eines Flusses und hat mich gerufen. Aber ich konnte nicht zuhören, das war schrecklich. Es war nur ein Traum. Wenn ihm was passiert wäre, dann hätten wir längst Nachricht. Ja, aber warum meldet er sich dann nicht? Miriam, manche Gegenden in Afrika sind völlig von der Welt abgeschnitten. Wenn man will, gibt es immer eine Lösung. Er denkt bestimmt an sie. Aber im Moment ist die Suche nach seiner Mutter das Wichtigste für ihn. Wenn Robert sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es auch durch, egal wie unmöglich es scheint. Das muss er auch. Sonst kann er den Tod seiner Mutter nicht akzeptieren. Ich kann es auch verstehen. Nach dem Selbstmord meines Vaters ging es mir genauso. Er muss die Suche zu Ende bringen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich weiß. Ich weiß auch, dass er mich liebt und dass er mich nicht verletzen will. Wer weiß, vielleicht kommt er schneller zurück, als wir alle denken. Das wäre schön. Entschuldigt bitte, dass ich zu spät bin, aber ich war noch im Baumarkt. Ist Miriam noch gar nicht da? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ach so? Ja, meinst du, sie ist unterwegs und hat den Termin vergessen, oder was? Das glaube ich nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Gibt es ein Problem zwischen euch beiden? Keine Angst, ich habe meine Gefühle im Griff. Ja, genau, das glauben immer alle. Aber da kann man sich täuschen. Ich riskiere nichts. Miriams Freundschaft ist mir wichtig und ihre Therapie ist noch wichtiger. Ich verstehe, das heißt, du willst also den richtigen Zeitpunkt abwarten, bis du Robert ausbooten kannst, oder was? Gregor, wie oft denn noch? Miriam liebt Robert. Und ich will mich da nicht dazwischen bringen. Ah ja. Das klingt ja sehr nobel. Ja, ich respektiere ihre Gefühle. Hör auf mit dem Quatsch. Kein Mensch kann so selbstlos lieben. Du hoffst, dass Miriam irgendwann deine Gefühle erwidert. Und davon lebst du, von dieser Hoffnung. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Du hast mit Laura gesprochen, stimmt's? Tut mir so unendlich leid. Ach, wirklich? Helen, ich habe mich auf das Baby gefreut. Genauso wie auf das Baby von Laura. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du unser Kind verloren hast? Das wollte ich ja noch machen. Ja? Wann?
Hast du eine Ahnung, wie ich mich fühle? Der ganze Fürstenhof weiß Bescheid und ich erfahre es als Letzter. Ich konnte es dir am Telefon nicht sagen. Und vorher? Du hast mich wochenlang hingehalten, Helen. Ich wollte für dich da sein, ich wollte für das Kind da sein und jetzt erfahre ich, dass das alles... Dass das alles umsonst war. Das wolltest du doch sagen, stimmt's? Die einzige Verbindung zwischen uns war das Baby. Ach. Ich bin dir doch egal. Das stimmt nicht, Helen. Ach komm, hör auf, Alexander. Du bist nicht besser als deine Familie. Zuerst haben sie alle Süßholz geraspelt und als sie es dann wussten, haben sie mich rausgeschmissen. Was haben die? Und jetzt kommst du daher und willst, dass ich nicht mehr in den Fürstenhof komme, stimmt's? Nein, absolut nicht. Genau das Gegenteil. Sogar Laura hat mir gesagt... Oh, die heilige Laura, ich kann es einfach nicht mehr hören. Es ist gut, ja. Laura ist die Mutter meines Kindes und meine zukünftige Frau. Damit wirst du dich abfinden. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass du mehr Glück mit ihr hast als Gregor. Pass auf, was du sagst, ja. Und vor allem macht Laura nicht das Leben schwer. Wenn hier jemand auf deiner Seite ist, dann ist sie das. Ja, Laura kann ja nichts dafür, dass ich mein Baby verloren habe. Aber es ist einfach schwierig für mich, sie mit ihrem Babybauch zu sehen. Es tut einfach noch weh. Kann ich irgendetwas für dich tun? Irgendwas? Willst du mir Geld anbieten? Ist es das, was du willst? Nein! Mit Geld kann man nicht alles wieder gut machen, Alexander. Aber ich wünsche dir ganz viel Glück mit Laura. Und alles Gute fürs Baby. Gewartet. Ach, die Therapiestunde, das tut mir leid, das habe ich total vergessen. Kann passieren. Eigentlich merke ich mir meine Termine. Ich weiß. Sag mal, hast du den Termin wirklich vergessen? Oder gibt es einen anderen Grund? Sag schon. Robert fehlt mir so sehr. Und andererseits denke ich, es ist gut, dass er nicht hier ist. Wenn er von Barbara und Werners Hochzeit wüsste, wäre es so sauer. Robert wird die Entscheidung seines Vaters akzeptieren müssen. Ich meine, was bleibt ihm anders übrig? Ich weiß nicht. Er kann Barbara einfach nicht ausstehen. Es wird einen riesen Krach geben und ich stehe dazwischen. Du darfst dich da aber nicht reinziehen lassen. Das sagt sich so leid. Dass ihr beide zusammen seid, das ist das Wichtigste. Robert und du. Dass der Rest der Familie macht, das kann euch egal sein. Robert das auch so sieht. Ich würde so gerne mit ihm reden, aber er meldet sich einfach nicht. Er wird sicher einen guten Grund haben. Danke. Es tut echt gut, mit dir zu reden. Aber du würdest deine Freundin bestimmt anrufen, oder? Ich bin ja nicht in Roberts Situation. Nein, aber würdest du deine Freundin komplett vergessen, weil dir etwas anderes wichtiger ist? Entschuldige mich bitte, da kommen Gäste. Wir reden später weiter. Guten Abend, hatten Sie reserviert? Guten Abend, ja, für zwei Personen. Kommen Sie mit. Hey, hast du denn den ganzen Tag gesteckt? Das könnte ich dich doch auch fragen. Ja. Ich hatte so einen blöden Tag. Wer hat dich geärgert? Ich hab Mike gesagt, dass ich ein Kind mit ihm will. Habe ich dich angesteckt? Irgendwie schon. Wenn man sieht, wie glücklich du bist mit deiner Schwangerschaft. Außerdem finde ich, dass zu einer richtig großen Liebe ein Kind einfach dazugehört. Ich will auch so einen Bauch.
Weißt du, wo die Schmetterlinge von ihnen kitzeln und alles. Naja, werde ich wohl nie erleben. Was ist denn das für ein Quatsch? Nein, das ist kein, Quatsch. Mike will keine Kinder, weil MS vererbbar ist. Ach so. Seid ihr ganz sicher? Er will kein Risiko eingehen. Frag mal lieber nochmal nach. Vielleicht sieht er das einfach zu schwarz. Stimmt, ich frage einfach Gregor. Ich meine, vielleicht fällt dem ja was ein. Ich meine, er kümmert sich doch immer so gut um Mike und das ist doch echt ein guter Arzt. Mhm. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schlecht draufbringen, wirklich. Alles gut. Ich habe ihm das Herz gebrochen. Nein, du hast das Richtige für dich getan. Ich habe ihn todunglücklich gemacht. Ich glaube nicht, dass er mir das jemals verzeiht. Er braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Er wird schon drüber hinwegkommen. Gern noch im Bett geblieben, aber ohne dich. Leider ein Termin. Der lässt sich nicht verschieben. Morgen, Schatz. Na, schon so fleißig? Ich suche Informationen über Uganda. Das ist ein sehr interessantes Land. Scheint aber ziemlich gefährlich zu sein. Du machst dich ganz umsonst verrückt. Robert kommt bestimmt klar. Woher willst du das wissen? Ich muss wenigstens versuchen, irgendwas herauszufinden, auch wenn es nur übers Internet ist. Ich halte das für Zeitverschwendung, aber wenn du meinst... Ich muss jedenfalls los. Margarete wartet. Diese Klatschreporterin. Margarete Reichenbach ist eine angesehene Gesellschaftskolumnistin. Und wir können froh sein, dass sie über unsere Hochzeit schreibt. Wenn du meinst? Ja, der Fürstenhof kann ein bisschen PR gebrauchen. Vielleicht kannst du ihr ja diese komische Recherche ausreden. Bis dann. Versuch es gar nicht erst. Sag mir lieber, was Robert dir am Telefon gesagt hat. Er wollte in den Busch fahren. Angeblich soll dort eine weiße Frau leben. Hast du Robert erzählt, dass du Barbara heiraten willst? Bist du des Wahnsinns? Ich will mich doch nicht mit ihm am Telefon rumstreiten. Ich wollte ja nur sicher gehen. Nicht, dass er sich deswegen nicht meldet. Ich nehme an, er ist noch unterwegs. Wo hast du damals angefangen, nach deiner Frau zu suchen? Ich suche eigentlich Tanja, nicht hier. Nee, du, ich weiß auch nicht, wo sie ist. Wie geht's dir denn so? Gut, wie geht's dir? Ist mit dem Baby alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Gregor, dass ich dich so verletzt habe, ich kann das nicht wieder gut machen, ja. Aber vielleicht könnte man. Du hast dich für Alexander entschieden, du bist glücklich. Das ist okay. Aber ich habe dich unglücklich gemacht. Was willst du jetzt von mir hören, dass wir Freunde bleiben? Das kann ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Ja. Ich wollte wegen Helen. Wie siehst du das denn mit Helen? Was? Sie hat mir gesagt, dass sie ihr Kind verloren hat. Und ich habe das Gefühl, sie leidet irrsinnig darunter. Ich glaube, sie braucht wieder Hilfe. Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Nee, jetzt ernsthaft. Ich glaube, sie ist kurz vorm Durchdrehen. Sie war total aggressiv zu mir. Sie hat mir die Schuld an ihrem Unglück gegeben. Ja, mir auch. Sie verteilt gerade Schuld wie andere Blumen. Vergiss es einfach. Also, soweit ich weiß, nimmt sie regelmäßig ihre Medikamente, aber ich werde es im Auge behalten, okay? Gut.
Thank you. Thank you for the information. Could you please tell Mr. Seifert that I'm waiting for his call? Thank you. Bye. Robert ist tatsächlich in demselben Hotel, in dem du damals warst. Wieso hast du dich nicht mit ihm verbinden lassen? Weil er gerade unterwegs ist. Der Portier meinte, er ist in eine abgelegene Gegend gefahren. Wusste er, wann er zurückkommt? Heute oder morgen. Für afrikanische Verhältnisse kann das auch nächste Woche bedeuten. Auf jeden Fall scheint es, dass Robert eine Spur hat. Mehrere Leute sollen eine weiße Frau gesehen haben. Ach, das sind Gerüchte, nichts weiter. Sonst wäre doch dieser Ganove John Wolf nicht abgehauen. Es gibt aber auch eine Beschreibung. Die Frau ist etwas älter, hat dunkle Haare und hinkt. Aber Charlotte hinkt nicht. Vielleicht hat sie sich beim Flugzeugabsturz ein Bein gebrochen. Charlotte ist tot. Sie hätte sich doch längst bei uns gemeldet. Vielleicht kommt sie da einfach nicht weg. Das ist doch alles absurd. Halt! Stopp, dich habe ich gesucht. Tanja, ich muss dringend mit einem Medizinmann sprechen. Ich habe keine Zeit. Wenn du ein Problem hast, geh zum Arzt. Ja, du bist Mikes Arzt. Wieso? Was ist mit ihm? Hat er wieder einen Schub? Es geht darum, dass Mike keine Kinder bekommen kann. Was? Er hat mir gar nicht gesagt, dass er zeugungsunfähig ist. Ja, der ist ja auch nicht zeugungsunfähig, sondern der hat einfach nur Angst, dass er seine Krankheit weiter vererbt. Und deswegen wollte ich fragen... Ja, okay, also pass auf. Es gibt Familien, in denen MS gehäuft auftritt. Und man vermutet, dass Erbfaktoren dabei eine Rolle spielen, aber... Das heißt, die Kinder von Mike werden MS bekommen? Nein, nicht unbedingt. Soweit ich weiß, ist es sogar so, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Kinder von MS-Kranken gesund sind. Was, wirklich? Ja. Wieso, wie hoch ist denn das Risiko eigentlich? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, da musst du den Spezialisten fragen. Das mache ich, aber danke schon mal. Ja, alles klar. Ich war an der Unglücksstelle. Ich dachte, es ist völlig unmöglich, dass aus diesem Schrotthaufen irgendjemand lebendig herausgekommen ist. Habe ich mich da getäuscht? Also wenn du noch lebst, warum meldest du dich nicht bei uns? Es ist verrückt. Einerseits hoffe ich, dass du noch lebst. Andererseits habe ich Angst davor. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du hoffst, dass Charlotte noch lebt? Ausgerechnet heute, da überkommen dich Zweifel, wo wir morgen heiraten wollen. Miriam hat in Roberts Hotel angerufen. Du lässt dich von den Hirngespinsten meiner Tochter anstecken. Es klang alles sehr konkret. Diese weiße Frau scheint es wirklich zu geben. Und du hoffst, dass diese weiße Frau Charlotte ist? Ich weiß es nicht, aber... Werner, du warst doch selber in Afrika. Du hast das Flugzeugwrack mit eigenen Augen gesehen. Dieses Unglück, das kann keiner überlebt haben, auch Charlotte nicht. Ach. Du kannst mich doch nicht einfach stehen lassen. Die Hochzeit vom Chef wird ja ein richtiger Promi-Auftrieb. Guck mal hier, Fürstin Delia zu Weixenberg. Oder Konsul Benedikt Graf von Breitenmühlen. Frau von Heidenweig ist eben Mitglied in der High Society. Ach, alles aufgeblasene Pinkel. Wenn wenigstens mal eine schöne Frau für mich dabei wäre. Weißt du wirklich, eine von denen würde was mit einem Pagen anfangen? Ja klar, warum denn nicht? Hier, yeah, die zum Beispiel, Deborah Miller. Oh, sie kommt mit Herb Miller. Herb Miller, wie ist das nochmal? Ah, den kenne ich, der macht diese Softpornos, den kenne ich. Herb Miller ist ein renommierter Produzent von Dokumentarfilmen. Werner, wenn du solche Zweifel hast, dann sagen wir die Hochzeit ab. Warum sollte ich dich nicht heiraten wollen, Barbara? Dafür gibt es keinen Grund. Es ist völlig ausgeschlossen, dass Charlotte noch lebt. Das klang eben aber ganz anders. Ich kann nicht gegen sie kämpfen. Aber... Charlotte ist Vergangenheit. Du bist meine Zukunft. Ich liebe dich doch. Bist du dir da ganz sicher? Natürlich. Ich habe mich verunsichern lassen. Es kommt schon mal vor, ehe man den wichtigsten Schritt in seinem Leben tut. Trotzdem hoffst du, dass Charlotte noch lebt. Das hast du so gesagt. Das darfst du nicht ernst nehmen. Ich war völlig durcheinander. Morgen wird geheiratet. Ich will nur nicht, dass du deine Entscheidung bereust. Charlotte ist tot. Wir beide haben ein glückliches, gemeinsames Leben vor uns. Musik.
Erwartest du Besuch? Damenbesuch? Dich? Du, ich habe vorhin mit Gregor gesprochen. Ich habe mit einem Spezialisten telefoniert. Ich habe im Internet nachgesehen. Stimmt gar nicht, was du gesagt hast. MS ist gar nicht zwingend erblich. Hast du mich eigentlich bewusst angelogen oder wusstest du nicht Bescheid? Warum sollte ich dich anlügen? Weil die Krankheit nicht der Grund ist, weil du es nur vorgeschoben hast? Natürlich ist die Krankheit der Grund. Entschuldige, Mütter, ich habe MS. Diese Krankheit ist vererbbar. Es wäre demnach unverantwortlich, Kinder in die Welt zu setzen. Okay. Hier steht schwarz auf weiß. Es ist viel wahrscheinlicher, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Und wenn nicht, trägst du das Risiko? Mike, es kann immer was passieren. Kinder können behindert auf die Welt kommen, Kinder können Herzfehler haben. Ach, was weiß ich. Damit müssen Eltern rechnen und auch leben. Okay, aber wenn das Kind MS hat, bin ich verantwortlich. Und das würde ich mir niemals verzeihen. Verstehst du das nicht? Nein, weil es eine billige Ausrede ist. Gut, okay, dann verstehst du es nicht. Meine Entscheidung steht fest, ja? Weißt du was? Ich glaube, du traust mir einfach nicht zu, dass aus mir eine gute Mutter wird. Deswegen willst du keine Kinder mit mir, oder? Tanja, bitte, es hat wirklich nichts mit dir zu tun. Nee, lass es, ich glaub's ja sowieso nicht. Okay, ich bin jetzt nicht der typische Muttertyp, aber aus mir kann eine gute Mutter werden und mit dir gemeinsam sowieso. Tanja, bitte glaube mir. Nein, du versteckst dich jetzt gleich wieder nur hinter deiner Krankheit, ich kenne dich. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du bist einfach nur zu feige, selber Vater zu werden. Miriam, störe ich? Nein, ich suche gerade Informationen über Uganda. Hast du irgendwas von Robert gehört? Ich hoffe die ganze Zeit schon, dass er sich meldet. Das Warten ist das Schlimmste, hm? Keine Angst, er kommt bestimmt bald wieder, dann hast du ihn. Obwohl, zur Hochzeit wird er es wahrscheinlich nicht schaffen. Alles dreht sich nur noch um diesen großen Tag. Um ehrlich zu sein, mich nervt das auch. Naja, wenn es an mir ginge, dann würde die Hochzeit gar nicht stattfinden. Bist du dagegen, dass Werner und Barbara heiraten? Naja, zumindest finde ich, sie sollten warten, bis Robert zurück ist. Findest du nicht? Also ich finde... Entschuldigt, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Das hat sich erledigt. Na gut, ich bringe Ihnen die Proben dann bald vorbei. Vielleicht sogar heute noch. Wunderbar. Dankeschön. Und? Hast du doch gehört, wir sollen Materialproben von den Madonnen abkratzen und sie dem Restaurator bringen. Ja, und der meint, er kann dann die alte von der Kopie unterscheiden. Hat gesagt, es ist ein Kinderspiel. Ja, und wir wissen dann, welche die echte ist. Mhm. Ja, und was kostet der Spaß? Ah, lass mir das regeln, Joey. Halbe. Nein, das mache ich schon. Also dann los. Vorsicht, das ist scharf. Mhm. Unterlage? So. Auf geht's. Viola, das kannst du doch nicht machen. Was? Wie soll denn der Restaurator sonst das Gutachten erstellen? Was sollten die Madonna denken, wenn die jetzt so an der rumkratzt? Die nächste. Also. Ja, und warum nimmt's nicht gleich beide Figuren und zeigt sie es dem Restaurator? Ja, dass ich wieder verdächtigt wäre, freilich. Was meinst du, dass der für Fragen stellt, wenn ich ihm die echte Madonna bringe? Ja, hast recht. Ärger haben wir genug gehabt. Wer kann denn das sein? Keine Ahnung. Postbote ist schon durch. So, das ist Nummer 2. Ich schau mal. Gib mal her. So, die Dinger draufkleben. Ja. Hier. Nee, da ist die 1, hier ist die 2. Mach mal dran. Okay. So, kannst nichts verwechselt werden. Nee, das machen wir gerade. Dauert nicht lange, Herr Sonnenwichler. Ihr wart also in München den ganzen Tag völlig.
Ach, grüß Gott, Herr Pfarrer. Das ist aber nett, dass Sie uns mal besuchen. Auf jeden Fall ist sie damals zuerst nach Entebbe geflogen. Haben Sie sich denn wieder gut eingelebt? Oh ja, danke der Nachfrage. Möchten Sie auch was trinken? Vielen Dank, ich muss gleich ins Büro, ich habe jede Menge Arbeit. Ich muss los. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Sag mal, worüber habt ihr denn eigentlich gesprochen? Wir haben über eure Hochzeit gesprochen. Und was meint er? Nichts Besonderes, wir haben ganz allgemein gesprochen. Miriam, das glaub ich dir nicht. Wenn du morgen mit Brautstrauß heiraten willst, muss ich jetzt los. Uganda. Miriam! Hallo? Miriam? Robert! Nein, nein, hier ist Barbara. Kannst du mir bitte Miriam geben? Ach, tut mir leid, die ist nicht da. Die hat ihr Handy vergessen. Dann rufe ich später nochmal an. Ja, mach das, aber erzähl doch erstmal, wie es dir geht. Wir sind hier alle ganz krank vor Sorge. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Pfarrer. Ja, eigentlich laufen die Schäfchen ja immer zu ihrem Hirten. Aber heute ist es einmal der Hirte, der zu seinen Schäfchen kommt. Ach, ich muss mir mal meinen Kummer vom Herzen reden. Ja, ich hoffe nur, dass wir Ihnen da helfen können. Ach, wohl kaum. Aber verstehen werden Sie mich doch, denn Ihnen lag ja unsere Mutter Gottes genauso am Herzen. Ohne die Maria ist unsere Kapelle nicht mehr dieselbe. Jeden Tag frage ich mich, wo sie wohl ist. Also, wenn ich die Diva erwische, das sage ich Ihnen, ja. Denen werden Sie es zeigen, ne? Genau. Die sollen in der Hölle schmoren. Also, mäßig. Entschuldigung. Aber wie steht so schön in der Bibel, der hat's gegeben, der hat's genommen. Die Wege des Herrn sind verschlungen. Unergründlich, meine Liebe. Ja, es heißt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ach so, ja, aber jedenfalls, der Glaube versetzt Berge, alle Wege führen nach Rom. Deswegen wird die Madonna wieder auftauchen. Ach ja, meinen Sie? Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Herr Pfarrer? Bei Ihrem Kaffee sage ich nicht nein, Frau Sonnbichler. Alfons, hol doch bitte mal eine Tasse für den Herrn Pfarrer. Oh, selbstverständlich. Ich habe meinen Fuß verstaucht. Ich darf gar nicht so richtig auftreten. Ach, sind Sie gestürzt? Ja. So, bitte sehr, Herr Pfarrer. Bitte schön. Danke, danke. Wie ist denn das passiert? Ich, Da schauen Sie her. Wenn... Und okay. Einen Kuchen werden Sie ja bei der Baumhuber-Liesl schon gegessen haben, oder? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Ja, die feiert doch heute ihren 90. Geburtstag. Heute? Ja, ganz sicher, Herr Pfarrer. Ja, um Gottes Willen, das habe ich ja ganz vergessen. Das sehen Sie mal, wie diese Maria mich durcheinander bringt. Also, ich muss sofort los. Bitte, bitte, einen schönen Abend noch, ja? Für Gott miteinander. Ich finde alleine raus. Ja, und machen Sie die Tür zu. Ja, natürlich. Die Babu-Liesl hat erst nächste Woche. Ach was? Habe ich das verwechselt? Alfons, du bist so eine Hudelige. Sag mal, warst du wirklich ganz allein in diesem Dorf? Nein, ich hatte einen Fahrer und einen Dolmetscher dabei. Entschuldige, Barbara, aber ich habe keine Zeit für Smalltalk. Wann kommt Miriam zurück? Keine Ahnung. Sag mal, stimmt es denn, dass du eine Spur von Charlotte hast? Wenn, dann würde ich bestimmt nicht mit dir darüber sprechen. Ich muss Schluss machen. Sag Miriam, dass ich angerufen habe, ja? Robert, willst du nicht endlich zurückkommen? Bernhard, ich hätte dich so gerne bei unserer Hochzeit dabei. Ihr heiratet? Das glaube ich nicht. Ist das einer von deinen Tricks? Nein, das ist wahr. Unsere Hochzeit findet morgen statt. Hast du endlich geschafft, was du wolltest? Hier hat sich einiges verändert, während du weg warst. Auch was Miriam angeht. Was heißt das? Geht's dir nicht gut? Doch. Es geht dir sehr gut, ausgezeichnet. Aber, ach, entschuldige, ich rede schon wieder viel zu viel. Miriam hat mich extra gebeten, dir nichts zu sagen. Was sollst du mir nicht sagen? Robert, es tut mir so leid für dich, wirklich. Aber Miriam will nicht mit dir reden. Sie erklärt dir alles, wenn du wieder da bist. Was will sie mir erklären? Miriam ist jetzt mit Felix zusammen. Thank you.
Hallo, Laura. Hallo. Nimm besser den Aufzug. Ist nicht so anstrengend für dich. Kommt sicher gleich. Bitte. In meiner Schwangerschaft habe ich auch mal viel Obst gegessen. Vitamine sind ja gut fürs Kind. Schönen Tag noch. Dir auch. Weißt du, Miriam hatte einen schweren Unfall und Felix hat sich dann wirklich rührend um sie gekümmert. Dabei haben sie sich angenähert. Miriam hat so darauf gewartet, dass du dich endlich mal meldest, aber von dir kam gar nichts. Du lügst. Ich glaub dir kein Wort. Ich kann mir vorstellen, dass es dir schwerfällt, die Wahrheit zu akzeptieren. Wenn das stimmt, dann habe ich im Fürstenhof nichts mehr verloren. Darf ich dich da beim Wort nehmen? Ich komme nicht zurück. Miriam wird froh sein, wenn sie sich die Auseinandersetzung mit dir sparen kann. Robert? Ja, Robert, tschüss. Ich sag Miriam, dass du angerufen hast. Aber Moment, halt, jetzt, sie ist da. Warte. Hier. Robert? Robert? Ist er schon weg? Ach, es tut mir so leid. Warum hast du mich nicht gerufen? Ich war in meinem Zimmer. Das habe ich, aber du hast mich nicht gehört. Was hat er gesagt? Willst du es wirklich wissen? Ja, natürlich. Miriam, es tut mir so leid, dir das zu sagen, aber ich fürchte, Robert kommt nicht mehr zum Fürstenhof zurück. Werner, Liebling, ist doch schön, dass wir noch ein bisschen Zeit für uns haben, oder? Wann wolltest du es mir sagen? Robert hat angerufen und er will anscheinend nicht mehr wiederkommen. Was? Ich fahre nach Afrika zu Robert und ich lasse mich nicht aufhalten. Am wenigsten von dir. Das kannst du mir doch nicht antun. Werners Hochzeitstorte. Was? Die verteilst du jetzt, vor der Hochzeit? Und ich bin mir sicher, wenn du Robert findest, dann lässt er dich genauso stehen, wie ich dich jetzt. Mama! Liebes Brautpaar, wir haben uns heute hier versammelt, weil diese beiden Menschen vor Gott den Bund fürs Leben schließen wollen.